Wir sind Autonotizen, du bist einer unserer geschätzten Zuschauer und das ist das Facelift des Mazda 2 Hybrid und das sehen wir uns heute, wenn du möchtest, gemeinsam an. Los geht's! Bei vielen Autoherstellern fallen die Kleinwagen wegen CO2-Emissionsvorschriften oder auch wegen Sicherheitsnormen aus dem Programm. Mazda hat gleich zwei Kleinwagen im Programm und die heißen auch beide Mazda 2. Wie kommt es dazu? Der eine, der klassische Mazda 2, so nennen wir ihn mal, den gibt es in seiner jetzigen Form bereits seit 2014. Der wird verkauft als Benziner mit drei Leistungsstufen und Mildhybrid-Technologie. Seit knapp 2 Jahren gibt es dazu den Mazda 2 Hybrid. Der Name sagt schon, da steckt ein bisschen mehr Elektrifizierung drin und ganz viel Toyota. Die japanischen Autohersteller, die kooperieren ja ganz gerne miteinander. Man kann zum Beispiel in Europa den Suzuki Swayze oder Suzuki Across kaufen als Toyota-Fahrzeuge und Mazda bezieht vom großen Konzern den Mazda 2 Hybrid auf Basis des Jahres. Den gibt es seit knapp 2 Jahren, also ein bisschen weniger lang als den anderen Mazda 2, aber schon gibt es einen Facelift. Im vergangenen Jahr wurden knapp 1800 Exemplare vom Mazda 2 Hybrid verkauft. Das ist den Mazda-Machern zu wenig und jetzt darf er eben unters Messer oder durfte unters Messer und zeigt ein bisschen mehr Mazda-Design. Wie ist das gemacht worden? Es gibt einen neuen vorderen Stoßfänger, der trägt einen anderen Grill. Der hat jetzt auch diese fünfeckige Umrahmung. Mazda spricht deswegen jetzt also von mehr Kodo-Design, mehr Markendesign hier beim Auto. Also das Bauteil ist neu, eben mit dem Grill. Das Logo steht ein bisschen steiler im Fahrtwind und die Aussparungen und die Dekorelemente um die Nebelscheinwerfer sind auch anders geformt. Darüber bleibt alles gleich. Wir haben die unveränderten Scheinwerfer. Übrigens nur in den beiden Top-Ausstattungen Homura und Homura Plus, dann mit LED-Technologie. Die Front unterscheidet den Mazda 2 Hybrid jetzt vom Toyota Yaris. Der Antrieb ist identisch und übernommen worden. Wir haben hier ein Vollhybrid-System mit 85 kW oder 115 PS Systemleistung unter der Haube. Und das setzt sich zusammen aus einem Dreizylinder-Benziner mit 92 PS und seinem Teamkollegen einem Elektromotor mit 59 kW oder 80 PS Leistung. Und die Kraft wird von einem Planetengetriebe mit stufenloser Automatikfunktion dann verwaltet. Die Vorderräder werden angetrieben. Das alles soll dann eben den Verbrauch reduzieren, auch im Vergleich zum Mazda 2, dem klassischen, so nennen wir ihn jetzt wieder, und dann eben auch die CO2-Flottenemissionen runterbringen. Im Gegensatz zum Yaris, den es ja seit seinem Update auch mit 130 PS starkem Hybridantrieb gibt, bleibt der Mazda 2 Hybrid bei dieser One and Only Motorstufe. Im Innenraum hat sich auch was getan, da kommen wir gleich dazu, blicken aber erst noch mal auf das Exterieur des Autos. 3,94 Meter lang ist der Mazda 2 Hybrid nach wie vor und damit ein bisschen kürzer als der andere Mazda 2, obwohl er gar nicht kleiner aussieht, denn er trägt im Gegensatz zu den sonst doch eher ruhig und schlichten Mazda Designlinien die Toyota-Designsprache, die Yaris-Designsprache mit ausgeprägten Radhäusern, vor allem hinten und dieser Stufe an den Rückleuchten. Das wirkt alles so ein bisschen lauter, ein bisschen dynamischer, als man es sonst von Mazda gewohnt ist.
Unser Testwagen trägt die Ausstattungslinie Humura Plus, zu erkennen an den schwarzen Leichtmetallfelgen. Außerdem ist dann hier ein Panorama-Glasdach ohne Öffnungsfunktion. Serienmäßig alle Mazda 2 Hybrid haben schwarze Außenspiegelkappen und 5 Türen. Eine neue Farbe zieht mit dem Facelift ins Modellprogramm ein, Glass Blue. Wir haben uns für die Videoarbeiten hier für dieses Perlweiß Metallic entschieden, denn das dunkle Blau schluckt natürlich das Kamerabild ganz stark. Auch hier am Heck gibt es was Neues zu sehen und das ist ein kleiner Designkniff mit einer großen Wirkung, denn hier unterscheidet sich der Mazda 2 Hybrid vom Yaris deutlich durch diese in Wagenfarbe lackierte Leiste zwischen den Rückleuchten und das lässt ihn optisch ein bisschen breiter wirken, wie ich finde. Und eben deutlich anders. Bisher waren einfach die Schriftzüge ein Erscheinungsmerkmal und jetzt ist vor allem hier am Heck schon deutlich ein Unterschied zu erkennen. Das ist aber das einzige geänderte Teil. Natürlich ändert sich auch nichts am Kofferraum. 286 Liter misst der. Wenn man die geteilte Lehnenrücksitzbank nach vorne umklappt, dann hat man bis zu 935 Liter Ladevolumen. Wir haben eine tiefe Ladekante und ja, einen durchschnittlich großen Kofferraum für einen Kleinwagen. Da können einige schon mehr. Nehmen wir mal Seat Ibiza oder VW Polo, Skoda Fabia. Da passt schon deutlich mehr hinein. Nichts geändert hat sich auch am Platzangebot im Innenraum und das schauen wir uns jetzt an. 2,56 Meter beträgt der Radstand, den übernimmt der Mazda 2 Hybrid natürlich vom Toyota Yaris. Beide sind hinten knapp geschnitten. Ich bin 1,92 Meter groß, also kein Normmaß, aber dann wird es natürlich hier hinten nochmal ein bisschen enger. Es gibt leider keine Lüftungsdüsen für die Vorpassagiere in der Mittelkonsole. Die Isofix-Bügel sind aber gut erreichbar. Dann kann man hier hinter den Kappen, die man dann wegmacht, eben den Sitz arretieren. In unserem Testwagen sehen wir eine Kunstlederstoff-Innenausstattung. Die ist Teil der Humura Plus-Ausstattung und zu der gehört auch das Panoramaglasdach. Das kann man nicht öffnen. Wir haben aber so einen Verdunkelungsmechanismus. Das ist so ein Rollo zweigeteilt, manchmal ein bisschen störrisch. Dann kann man das da auf- und zuziehen und dann dementsprechend dann ein bisschen mehr Licht ins Auto hineinlassen. Die Türverkleidung hinten besteht komplett aus hartem Kunststoff und damit fällt sie zu ihrem Pendant vorne deutlich ab. Humura und Humura Plus haben übrigens auch einen schwarzen Dachhimmel, der kanzelt dich dann optisch noch ein bisschen ein, soll er aber sportlicher wirken. Vorne passt die Sitzposition. Fahrer und Beifahrer haben manuell verstellbare Sitze mit ausreichend Seitenhalt, auch im oberen Rückenbereich, einer hohen Kopfstütze. Und die Lenksäule ist in weiten Wegen in der Länge und in der Weite verstellbar. Das Jahresupdate in Sachen Cockpitgestaltung zieht auch im Mazda 2 Hybrid ein. Der Humura Plus hat ein 10,5 Zoll großes Infotainment-Display. Bei den anderen Varianten sind es 9 Zoll Bildschirmdiagonale. Apple CarPlay und Android Auto mit einer kabellosen Verbindung sind immer serienmäßig. Wer ein werkseitig eingebautes Navigationssystem haben will, der muss dann zum Humura Plus greifen. Das haben wir also hier drin und dann sehen wir hier mal so die Kartengrafik. Dann kann ich dann also hier das verstellen und hier verschiedene Einstellungen und Suchen vornehmen. Das ist natürlich hier alles ein berührungsempfindlicher Bildschirm, wo ich dann auch ins Audiomenü zum Beispiel wechsle, Telefonmenü oder in die Fahrzeugeinstellungen. Und dann gibt es ein relativ reduziertes Kachelangebot, nämlich hier so ein Webbrowser. Und Toyota-Fans und Fahrer erkennen natürlich hier auch die Toyota-Bedienstruktur und das Toyota-Infotainment-System. Neu sind auch digitale Instrumente, auch je nach Ausstattung. Beim Humura mit 7 Zoll Diagonale und das 12,3 Zoll Display gibt es hier im Humura Plus. Da habe ich dann in meiner Konfiguration gerade die Rundinstrumente auf virtuelle Art und Weise eingestellt mit der Energieflussanzeige und ich kann dann hier über Multifunktionstasten im Lenkrad mir verschiedene Angaben aufrufen und dann auch die entsprechenden Einstellungen, also das, was dann hier in der Mitte zu sehen ist, dann zu ändern von den Fahrassistenzsystemen über Meldungen, die das Auto mir vielleicht geben will, aber auch eine klare Ansicht. Also das ist dann alles hier möglich und dann kann man sich dann hier auch in den Rundinstrumenten verschiedene Angaben aufrufen. Das Lenkrad selber bleibt unverändert mit physischen Tasten, auch für die Fahrassistenz. Da kann der Mazda 2 Hybrid mit dem Update ein bisschen mehr, damit zum Beispiel einen verbesserten Frontradar mit Bremsassistenten, der Radfahrer bei Tag und Fußgänger bei Tag und Nacht erkennt. Es gibt eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, die funktioniert
von 0 bis 180 km/h und damit bis über die Topspeed von dem Auto. Und das heißt, dieser Stauassistent, wenn der abgebremst hat auf 0 km/h und dann innerhalb von 3 Sekunden wieder angefahren werden kann, dann fährt das Auto eben auch selbsttätig wieder an, also nimmt dann wieder Geschwindigkeit auf. Ein Head-Up-Display ist im Humora Plus auch serienmäßig. Das spiegelt seine Infos direkt auf die Windschutzscheibe, zum Beispiel die Infos der Verkehrszeichenerkennung und dann auch der Fahrassistent. Die Verkehrszeichenerkennung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle in dem Auto heutzutage, denn die oder deren Infos werden dann auch übernommen von entweder einem Geschwindigkeitslimiter, den ich einstellen kann, oder von der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage, die mir dann den Vorschlag gibt, doch bitte dieses Tempo dann eben zu übernehmen, und dann reicht die Taste OK am Lenkrad, wenn ich die kurz drücke, und dann wird das die Geschwindigkeit entsprechend eingestellt. Das Layout des Cockpits bleibt gleich, das heißt, wir haben hier so ein Ablagezierfach, also was da drin liegt, fällt natürlich schnell raus über dem Handschuhfach. Das Handschuhfach ist eher durchschnittlich groß, hier liegt jetzt ein bisschen Bordliteratur drin, dann ist es schon gut gefüllt. Das Bedienelement für die Klimaautomatik bleibt separat, Gott sei Dank nicht alles über den Bildschirm einstellbar. Das heißt, ich kann dann hier für Fahrer und Beifahrer die Temperaturzonen ändern und verschiedene Klimafunktionen dann hier eben mit richtigen Tasten dann aktivieren. Die Sitzheizung ist zweistufig, High and Low für Fahrer und Beifahrer. Außerdem kann ich das Smartphone induktiv in der Mittelkonsole aufladen. Das macht natürlich dann Sinn mit der kabellosen CarPlay oder Android Auto Integration, dass ich dann eben nicht fürs Laden auch noch ein Kabel brauche. Hier ist der Wählhebel für das Planetengetriebe, und wenn man den von P auf D zieht, dann kann die Testfahrt beginnen. Und genau das wollen wir doch jetzt machen. Und dazu muss natürlich auch der Gurt geschlossen werden. Der Hybrid, den wir fahren, der hat keinen Stecker, also ist kein Plug-in-Hybrid, sondern ein sogenannter Vollhybrid. Das bedeutet, wir haben eine kleine Batterie, einen kleinen Akku, der wird beim Bremsen oder im Schubbetrieb aufgeladen und kann dann den Elektromotor mit Strom versorgen, der entweder das Auto alleine antreibt, das geht dann meistens so ein paar hundert Meter bei Stadttempo, oder dann, und dann sprechen wir eben vom leistungsverzweigten Hybridantrieb, dann gemeinsam mit dem Verbrenner auch die Vorderräder antreibt. Der Verbrenner ist ein 1,5 Liter großer Dreizylinder Benziner mit 92 PS, der hat ein maximales Drehmoment von 120 Newtonmeter, und der Elektromotor hat 59 kW, 80 PS in Pferdestärkenwährung und ein bisschen mehr Drehmoment mit 141 Newtonmeter. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier voll aufs Gas gehe, dann wird schon ein bisschen kernig dreizylinderig, aber das Auto geht relativ zügig voran. Im normalen Fahralltag, zum Überland- und Stadtverkehr, schaltet sich der Verbrenner echt oft aus. Man sieht es dann auch an der Anzeige im Kombi-Instrument, und man kann auch, wenn genügend Saft in der Batterie ist, einen EV-Modus anschalten. 3,8 bis 4,2 Liter pro 100 Kilometer ist der WLTP-Normverbrauch. Ich hatte den Mazda 2 Hybrid vor dem Facelift schon mal im Autonotizen Alltagstest, und da haben wir insgesamt auch so knapp 4 oder ein bisschen über 4 Liter erreicht, also lagen da ganz gut in dem Zielkorridor für den Normwert. Das ist natürlich dann auch Fahrprofil abhängig. Für vielen, der Stadt fährt und defensiv fährt, der kann das dann beim Hybridmodell natürlich noch mal deutlich drücken. Der Dreizylinder, wie gesagt, ist schon hörbar, ist manchmal ein bisschen schade, ansonsten passt es mit der Geräuschdämmung, nämlich in Sachen Wind- und Abrollgeräusche alles wunderbar. Die Fahrassistenz macht auch einen guten Job. Wir sind in Spanien unterwegs, das heißt, wir haben jetzt hier kurvige Landstraßen, deswegen ist der Verbrenner auch gerade fleißig am Arbeiten, weil es den Berg hochgeht, und waren auf der tempolimitierten Autobahn unterwegs, haben dann da die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage auch angeschaltet, die
ausreichend sanft abbremst und wieder beschleunigt. Die Spur wird auch zuverlässig geführt. Und in diesem Fahrmix, den wir heute haben, mit vielen Bergstraßen und teilweise knackig genommenen Kurven, da liegt unser Verbrauch laut Bordcomputer heute bei 4,7 Litern und damit schon deutlich über dem Wert aus dem Alltagstest. Das aber zeigt, dass man eben durchaus auch an die 4 Liter herankommen kann. Das Fahrwerk hat sich wie der Antrieb nicht verändert. Das Facelift ist eben eine optische Korrektur und wir sehen hier die anderen Instrumente, die gut ablesbar sind. Setup-Display ist eine willkommene Ergänzung auf der Windschutzscheibe. Das gibt es aber nur im Top-Modell, den wir fahren, im Mazda 2 Hybrid Humura Plus. Und mit dem drehen wir jetzt noch ein paar Runden, fahren ein paar Kilometer und nach vielen weiteren Kurven sind wir beim Fazit angekommen. Die Preisliste für den Mazda 2 Hybrid startet bei 24.990 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Und der teuerste Mazda 2 des klassischen Baumusters, der hat dann 90 PS in Verbindung mit einer 6-Stufen-Automatik. Der ist mit 25.290 Euro nur knapp teurer als die Primeline, als die Basis hier. 5 verschiedene Ausstattungslinien gibt es. Primeline, Centerline, Exclusive Line, Humura und Humura Plus. Das ist das Topmodell für stolze 32.890 Euro. Der hat dann das Navigationssystem mit dabei, das Panoramadach, die schwarzen Felgen, Head-Up-Display und vieles mehr. Unser Testwagen hat noch diese North and White genannte Perleffekt-Lackierung für 950 Euro als einziges Extra obendrauf. Ein Mazda-Fan wird vielleicht sagen, ach, ist ja zu wenig Mazda, aber das Design hilft natürlich jetzt ein bisschen weiter mit der geänderten Front, also ist ja schon ein bisschen mehr in der Markenfamilie zu Hause und der unterscheidet sich jetzt dann endlich ja doch deutlicher vom Yaris. Ein Kleinwagen-Fan kann aber schon sagen, ja, warum nicht so ein Auto, das meine Bedürfnisse wunderbar erfüllt, denn er ist unter 4 Meter lang, sogar der klassische Mazda 2 übertrifft diese Marke und vieles andere, was sich heutzutage Kleinwagen nennt, ist deutlich länger als 4 Meter. Also schön kompakt ist er. Natürlich gibt es dann dementsprechend auch den Kompromiss in Sachen Raumangebot im Vor- und im Kofferraum. Jetzt könnte man vielleicht hergehen und sagen, das habe ich in 3 Minuten rausgefunden, ob der Mazda 2 Hybrid oder der Toyota Yaris das bessere Angebot ist. So einfach ist es nicht. Dann kann man sich nämlich gerne mal eine Stunde oder eineinhalb vor die Konfiguratoren oder Preislisten setzen. Denn das ist schon ganz geschickt gemacht mit den unterschiedlichen Ausstattungspaketierungen. Man kann nicht 1:1 vergleichen. Dieser Yaris hat jenes und der Mazda 2 Hybrid hat das und der nicht und die kosten so und so viel. Dazu kommt, dass Toyota die höheren Ausstattungslinien an den 130 PS starken Hybridantrieb koppelt. Bei Mazda ist es immer der 116 PS Vollhybrid. Am ehesten vergleichbar wäre jetzt hier der Yaris in der Premier Edition oder Premiere Edition für 34.900 Euro, also 2.000 Euro mehr. Der hat dann aber schon noch ein bisschen mehr Extras und eben auch den stärkeren Antrieb. Das kann also gerne mal so die Familienaufgabe fürs Wochenende sein, wenn es denn ein Mazda 2 Hybrid oder ein Yaris sein darf, dann wirklich rauszuwürfeln. Was braucht man? Das ist natürlich immer wichtig. Die Bedürfnis- und Bedarfsanalyse, was will man haben und was kann man ausgeben und dann da das richtige Auto sich raussuchen. 6 Jahre Garantie gibt der Mazda-Händler auf die Neuwagen. Bei Toyota sind es 5, die dann verlängert werden können mit Serviceintervallen. Das ist natürlich auch noch eine Rolle, die vielleicht für Menschen, die das Auto dann lange privat halten wollen, eine Rolle spielt. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Fahrbericht zum Update zum leichten Facelift des Mazda 2 Hybrid. Meine persönliche Meinung, diese optischen Änderungen tun ihm ganz gut. Mir gefällt er am Heck vor allem besser als der Yaris mit dieser in Wagenfarbe lackierten Leiste. Lasst mich doch wissen, was eure Meinung zur Kooperation ist, zum Auto an sich und zum Kleinwagen im Allgemeinen. Ich freue mich auf alle Kommentare, werde die meisten davon auch beantworten und natürlich alle lesen. Mehr zum Mazda 2 Hybrid gibt es wie immer auf der Website Auto.
autonotizen.de. Das verlinke ich unten. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch den Link zur Playlist mit allen Mazda-Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, danke an die Laura fürs Filmen und bis zum nächsten Mal. Ciao.